Ja, jetzt habe ich das ganze Schiff für mich alleine. Was für ein Magic Moment. Habe ich vor 4 Jahren habe ich davon geträumt, eine Speaker Cruise zu machen. Ich habe mit anderen Leuten darüber gesprochen, warum wir es nicht gemeinsam machen. Bei mir war das Risiko einfach zu hoch, sowas alleine auf die Beine zu stellen. Ja, können wir mal machen, lass uns reden, so das übliche dumme Gelabere letzten Endes. Und dieses Jahr im Frühjahr habe ich mich wirklich endgültig entschlossen, komm, ich mach das ganz alleine hier mit dem Chef. Ich brauche niemand anders dazu, da muss ich auch niemanden fragen. Und da ist die Idee geboren, erster Speaker Cruise der Welt mit 20 wundervollen, großartigen Speakern auf dem Schiff. Wir haben jetzt 24 Magic Stunden gehabt, ja, richtig, richtig traumhaft. Gestern angefangen, Gäste an Bord, dann wunderbares Mittagessen, dann ging es gleich los mit den ersten Speaker Slots, dann Tea Time mit Pianomusik, mit Saxophonist, auch gestern schon beim Empfang. Einfach wunderbar, Kaffee, Kuchen, Tee, danach gab es den nächsten Speaker Slots. Dann Abendessen mit Eisparade, auch ganz, ganz fantastisch. Dann die nächsten Speaker Slots und natürlich gestern Abend eine mega, mega große Party hier an Bord mit 7 Musikern, also 2 Sängerinnen dabei. Ja, und dann auch nachts zu fahren, diese Stimmung zu haben. Das Fernsehen war dabei, 4 Fotografen waren dabei, um das festzuhalten, das Event. Und ja, wie das Schiff dann so dahin gleitet und die Kameras drauf, das ist einfach einmalig. Für mich war es natürlich auch wichtig, wie komme ich zu diesem Format. Ich habe einfach die Faxen dicke, irgendwo die Sachen immer in irgendeinem Hotel zu machen. Seminarräume sehen fast alle gleich aus oder irgendwelche Hotelhallen oder Messehallen, wo die ganzen Events stattfinden, dann an Möglichkeit noch vorher zugezogen, alles im Dunkeln. Man sagt, ja, die Leute müssen sich konzentrieren, die sollen nicht rausschauen. Ich bin anderer Meinung. Dass die Leute gechillt sind, die Landschaft gleitet vorbei. Du hast das coole Ambiente. Einfach geil. Ja, das war jetzt das erste Format. Im Frühjahr, 31.03. bis 1.04. 2019 findet die zweite Speaker Cruise statt. Also wenn du jetzt denkst, wow, sowas Geiles würde ich auch gerne machen, sei es als Gast oder als Speaker, du kannst dich bewerben. Freue ich mich sehr drauf. Es gibt noch weitere viele spannende Formate und ja, abonniere einfach meinen YouTube-Channel, abonniere mein Newsletter, kramri-newsletter.de, kontakte mich über Facebook und dann siehst du, was läuft. Alles Liebe und bye bye.